Wenn man dieser Tage über Radsport spricht, dann gibt es wirklich nur Positives zu vermelden. Schon 5 deutsche Etappensiege bei der Tour, allein 3 durch Marcel Kittel. Das ist ja echt mal eine tolle Zwischenbilanz. Aber irgendwie fällt es schwer, in den allgemeinen Freudentaumel einzufallen. Denn Moment mal, Radsport, klar, da wurde doch Jahre, ach Jahrzehnte lang gelogen, betrogen, gedopt und manipuliert. Doch offensichtlich hat mittlerweile ein Umdenken stattgefunden, zumindest bei den deutschen Fahrern. Ich glaube eben auch, dass jetzt viel Zeit ins Land gegangen ist und dass sich auch Dinge eben geändert haben und dass auch die jungen Sportler das Vertrauen, denke ich, wieder verdient haben. Alles positiv bei der Tour, schließlich waren ja alle Dopingtests bislang negativ. Naja, Professor Fritz Sörgel, Pharmakologe aus Nürnberg, Dopingexperte und erbitterter Anti-Doping-Kämpfer, traut dem ganzen Frieden noch nicht so recht. Natürlich versucht die Tour de France und das Management jetzt das medial auszunutzen, dass bisher kein positiver Dopingtest war, was ja auch erfreulich und positiv ist. Aber das sagt gar nichts darüber aus, wie die wahre Situation ist. Seit die UCI im Jahr 2008 ihr Blutpassprogramm gestartet hat, fällt das Betrügen schwerer, denn Blut lügt nicht. Für Professor Sörgel ist der Blutpass ein Meilenstein im Anti-Doping-Kampf. Das bedeutet ja, dass wenn jemand sich jetzt mit Blut oder mit EPO dopen möchte, dass er dann praktisch vom Beginn seiner Laufbahn an diesen Blutpass so praktisch verfälschen muss, dass nicht irgendwelche Einnahmen von EPO oder Zufuhr von Eigenblut auffällt. Okay, es gibt Fortschritte, aber es bleiben Zweifel. Wie ist das zum Beispiel mit Vincenzo Nibali, dem Träger des gelben Trikots? Sein Chef beim Team Astana ist Alexander Vinokurov und der ist ja nun mal sowas wie die personifizierte Dopingsünde. Vinokurov ist, kann man sich gar nicht vorstellen, dass ein Sportler mit so einer Vergangenheit überhaupt noch hier startet. Das kann mir keiner erzählen, dass sie also die Kontakte abbrechen und sich über das Thema nicht mehr unterhalten. Auch wenn alle Tests bislang negativ waren und alles so positiv läuft, das Thema Doping fährt nach wie vor irgendwie mit.